ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Ich möchte heute mit euch diese Designerlampe basteln. Das ist diesmal ein Projekt für einen Profibastler. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, dann bleibt jetzt einfach dran. Materialien brauchen wir jetzt für unser Projekt. Einmal brauchen wir Rostfarbe in hell und in dunkel. Dann brauchen wir einen Kastanienbohrer. Dann brauchen wir einen Kreuzschlitzschrauber. Dann brauchen wir Kordel in 4 mm in weiß oder natürlich Farbe eurer Wahl. Dann brauchen wir noch Jutekordel Natur 3 mm. Dann brauchen wir Magnete extra stark. Zwei Stück brauchen wir davon. Als nächstes brauchen wir Häkelspitze weiß 20 mm. Dann brauchen wir einen kleinen Stempel. Ich habe jetzt hier diese Herzform gewählt. Dann brauchen wir weiße Stempelfarbe, einen weißen Bastelkleber, eine LED-Lichterkette mit 10 Lampen. Dann brauchen wir eine Konservendose, eine Acrylkugel in 10 cm. Dann brauchen wir das schöne neue Furnierstoff. Das gibt es in 3 verschiedenen Farben. Ich habe mir jetzt für dieses Projekt das braune, dunkle ausgesucht. Das ist 10 cm breit. Dann brauchen wir 3 Acrylkugeln, einen Seitenschneider, eine Schere, 2 Pinsel, eine Prickelnadel und diese Dose, Box rund. Die hat einen Durchmesser von 8,5 cm und 5 cm Höhe. Außerdem brauchen wir noch einen Cutter und den Heißluftföhn und ganz wichtig eine Heißklebepistole mit natürlich Heißkleber Nachfüllpatronen. Damit der Furnierstoff schön geschmeidig ist, müsst ihr den Stoff einmal vorsichtig bügeln, bevor ihr das verarbeitet. Als nächstes loche ich einmal 5 Kreise in den Furnierstoff. Locker verteilt, wie ihr das haben wollt. Bestandteile könnt ihr natürlich für weitere Projekte benutzen. Als nächstes nehme ich meine Konservendose und schaue einmal, wie ich den Stoff gleich aufkleben möchte. Jetzt habt ihr hier überall die Löcher. Jetzt nehme ich als nächstes meine Prickelnadel und markiere mir in jedem Loch 2 Löcher. Wie ihr die verteilt, ist ganz egal dabei. Passt natürlich auf eure Finger auf. So, diese Löcher erweitere ich als nächstes mit meinem Kastanienbohrer. Auch da seid bitte ganz vorsichtig. Nachdem ich alle erweitert habe hiermit, kommt als nächstes mein Kreuzschrauber. Und jetzt erweitere ich die Löcher nochmal. So, jetzt nehme ich meine LED-Lichterkette. Und schau einmal, ob die Löcher auch schön durchgängig sind.
es passt. Als nächstes werde ich alle Löcher jetzt so weiter vorbehandeln. So, jetzt sind alle Löcher fertig. Als nächstes brauchen wir noch hier in der Mitte ein Loch. Da machen wir das ganz genauso wieder. So, dieses Loch ist hinterher für die Lichterkette. Da muss also, ja, passt durch, ist gängig, können wir so lassen. Als nächstes nehmen wir jetzt unsere Heißklebepistole und hier innen drin, das sind alles jetzt ganz scharfe Kanten. Da besteht eine sehr hohe Verletzungsgefahr oder auch die Lichterkette kann man da kaputt schubbern. Es gibt entweder die Möglichkeit, wenn ihr eine Feile zu Hause habt, eine Metallfeile, das glatt zu feilen oder, wie ich das jetzt hier gemacht habe, ich nehme jetzt die Heißklebepistole und klebe einmal um das Loch und in dem Loch den Heißkleber. Seht ihr? Das lasse ich jetzt trocknen und das mache ich jetzt mit allen Löchern. Überall kommt dieser Heißkleber flüssig rein und dann lasse ich den trocknen. Jetzt habe ich alle Löcher versiegelt von innen. Wie ihr seht, ich kann hier mit dem Finger drüber gehen und es passiert nichts, weil das von innen jetzt versiegelt ist durch den Heißkleber. Jetzt muss ich aber die Löcher nochmal freistoßen. Das heißt, ich nehme wieder einmal den Kastanienbohrer und bohre überall noch mal die Löcher frei und natürlich auch wieder den Schrauber. Ein bisschen Kleber geht wieder mit ab. Ihr müsst natürlich gucken, dass trotz allem noch genug Kleber drauf bleibt. So, jetzt habe ich das Loch, jetzt probiere ich nochmal, ist in Ordnung. Wenn ich alle Löcher wieder frei gemacht habe, nehme ich wieder meine Lichterkette und schaue nochmal nach, ob durch den Kleber der Zugang trotzdem noch frei genug ist, damit das Lämpchen durchpasst. So, das mache ich jetzt mit allen Löchern wieder. Jetzt habe ich alle Löcher wieder freigelegt. Jetzt habe ich teilweise hier den Kleber überstehen. Den schneide ich jetzt mit der Schere einfach ein bisschen ab. Sollte ich irgendwo zu viel weggeschnitten haben oder es sind wieder scharfkantige Ecken, dann muss ich noch mal ein bisschen Kleber nachlegen. So, als nächstes nehmen wir jetzt unser Döschen. Davon brauchen wir aber nur die obere Seite. Das untere brauchen wir nicht. Da kommt gleich die Batterie rein. Jetzt schauen wir uns genau an, wo der Hebel ist. Ich markiere mir das dann hier. Jetzt nehme ich meinen Cutter und schneide mir ein Rechteck aus. Zwischendurch schaue ich immer, ob das genug ist, aber ihr seht, passt noch nicht durch, muss ich noch etwas vergrößern. Jetzt habe ich das Loch soweit freigelegt, sodass man den Schalter umlegen kann. Jetzt nehme ich diese Dose, nehme meine Rostfarbe und grundiere das einmal. Jetzt nehme ich die etwas dunklere Farbe und arbeite noch ein paar dunkle Stellen ein. Jetzt nehme ich meinen Heißluftföhn und trockne das an. Als nächstes mache ich das gleiche noch mit dem Rand.
Als nächstes nehme ich meine Lichterkette wieder. Ihr müsst darauf achten, dass, wenn ihr jetzt die Magnet hier aufklebt, ihr den oberen Teil des Deckels nimmt, den man hier abschrauben kann. Ein Tröpfchen Heißkleber. Und den ersten Magneten. Den zweiten Magneten schön andrücken und trocknen lassen. Als nächstes nehme ich wieder die Konservendose und lege erstmal mein Band an. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich hier die Löcher vorgearbeitet habe, dass ich auch die richtigen Löcher wieder zuordnen kann. Jawohl. Kann natürlich sein, dass sich das Ganze jetzt ein bisschen verschiebt. Aber ihr müsst halt einfach darauf achten, dass immer zwei Löcher frei sind. Ja, das sieht eigentlich fast bis auf da. Sieht ganz gut aus. Das heißt, ich verschiebe das noch ein kleines bisschen. So soll das jetzt sein. Jetzt nehme ich meinen Bastkleber. Schön andrücken und immer wieder die Position überprüfen, bevor ihr weiterklebt. So, jetzt mache ich hier weiter den Kleber drauf und klebe immer Stück für Stück weiter. Solange der Kleber nicht getrocknet ist, kann man das auch noch mal ein bisschen von der Position her verschieben. Als nächstes nehme ich mein Spitzenband und überklebe diese Naht. Das lege ich einmal hier an. Mache den Kleber drauf. Legt das wieder drauf. Vorsichtig kann ich das umfüllen. So trocknet es schneller. Haltet aber den Föhn nicht zu sehr im Bereich des Heißklebers, sonst wird er wieder aktiviert. Innen drin klebe ich es auch rein. Föhn auch das an. Stattdessen kann man das natürlich auch einfach trocknen lassen, aber es dauert alles ein bisschen länger. Auch hier klebe ich es fest. Schneide mir ein Stück ab. So, diese Seite habe ich fertig. Damit das schön aussieht, mache ich das gleiche nochmal ungefähr auf der anderen Seite gegenüber. Auch nochmal hier festkleben, einen Streifen. Jetzt nehme ich meinen Seitenschneider und meine Acrylkugeln und zwicke einmal diese Lasche ab. Das mache ich bei meinen ganzen, insgesamt 5 Hälften brauche ich von meinen 3 Kugeln. Als nächstes prickel ich mir noch 4 Löcher in der gleichen Technik, wie ich es vorhin gemacht habe. Und zwar brauchen wir das, um die Ampel nachher aufzuhängen. Als nächstes nehme ich meine Acrylkugeln, mache den Heißkleber drauf am Rand. Passt natürlich auf, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt dabei. Und jetzt klebe ich das einmal auf. Andrücken und trocknen lassen. Das mache ich mit allen 5 Kugeln. Als nächstes mache ich hier mit dem Heißkleber wieder Kleber drum.
nehme mein Jute-Kordel und klebe das einmal um die Kugel. Schön andrücken. Überstehenden Kleber könnt ihr überall noch so ein bisschen wegknibbeln. Und das machen wir jetzt auch mit allen 5 Kugeln. Jetzt stecke ich die Lichterkette durch das untere Loch. Die Lichterkette ist durchgesteckt. Jetzt stecke ich hier überall durch die Löcher die Lämpchen durch. Jetzt nehme ich meine dicke Kordel. Mache hier innen drinnen einen Doppelknoten. Und gegenüber mache ich dann auch die Kordel nochmal durch. Und auch hier mache ich einen Doppelknoten. So dass das hängt. Das gleiche mache ich jetzt hier auch nochmal das Bändchen durch. Die Kordel habe ich, da habe ich 2 gleich lange Stücke genommen. Dadurch, dass wir aber den Knoten immer verschieden knoten, werde ich jetzt einmal gucken, dass ich jetzt, wenn ich hier oben den Knoten oder den Kreuzpunkt habe, dass ich dann die gleich lang habe. Das heißt, bevor ich den letzten Knoten mache, schaue ich oben auch, ob die Bänder zusammenpassen von der Länge. Prima. Jetzt drehe ich meine Dose um. Hier kommen dann die Batterien rein. Hier seht ihr, hier kann ich den Schalter betätigen. So. Und schon ist der Schalter versteckt von unten. Als nächstes nehme ich jetzt eine 10 cm breite Acrylkugel und bepflanze diese mit einem Pflänzchen. Hier habe ich jetzt die Pflanze in diese Acrylkugel eingepflanzt, schön mit Wasser getränkt. So, jetzt habe ich hier 2 verschiedene Variationen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch, wie ich das bei der Variation gemacht habe, könnt ihr dann noch mit weißer Stempelfarbe euer Furnierstoff verzieren. Dafür habe ich diesen Stempel genommen und diese Stempelfarbe. Natürlich kann man das auch machen, bevor man das Band aufklebt. Jetzt drücke ich meine Blume einmal ein. Ja, und hier haben wir jetzt die fertige Ampel mit Beleuchtung. Hier ist der Schalter, den könnt ihr umdrehen und schon habt ihr eine schöne Deko, die individuell ist in Natur- und Industriedesign. So, ihr Lieben, das war's für heute aus meinem Atelier. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Vergesst mich nicht zu abonnieren und ich sage Tschüss, eure Tanja.